Herzlich willkommen zum zweiten Map-Video. Und zwar gibt es noch eine Map auf X-Guard. Diese möchte ich euch in diesem Video zeigen. Wir gehen wieder auf die Story ein, wir schauen uns einige Easter Eggs an und werfen einen genauen Blick auf die Map. Wenn ihr in Zukunft kein Video dieser Art verpassen möchtet, dann abonniert gerne kostenlos diesen Kanal. Schaut auch gerne bei uns im Discord vorbei, denn sobald das Spiel released ist, werden wir gemeinsam Marvel Rivals spielen können. In dem Sinne beginnen wir mit der Story von der zweiten X-Guard Map. Auch auf der zweiten X-Guard Map dreht sich alles um Loki. Nachdem er versucht hat, die Energie des Weltenbaums an sich zu reißen, geht es jetzt darum, X-Guard zu erobern. Dabei benötigt er Hilfe von weiteren Marvel-Helden und nicht nur das, eine weitere Gruppe von Marvel-Helden will genau dies verhindern. Da es sich hierbei um drei Maps handelt, die wir erobern müssen, werde ich in diesem Video etwas zügiger durch die Maps laufen. Beginnen wir hier in Odins Archiv. Und hier kann ich mir sehr gut vorstellen, weshalb Loki genau diesen einnehmen möchte. Hier befinden sich nämlich sehr viele Schätze aus Asgard. Wie auch jede andere Map gibt es hier zwei Ausgänge. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr am schnellsten zu Odins Schatzkammer kommt. Und zwar, wenn ihr durch diese Tür hier geht. Ja, die Tür könnt ihr nämlich kaputt machen. Ich zeige euch das einmal. Und dann seid ihr eigentlich schon in Odins Schatzkammer und könnt das Gebiet hier vorne einnehmen. Doch springen wir nochmal einen Schritt zurück, denn es gibt hier bereits einige Heilpunkte, und zwar da vorne einmal. Und wenn ihr hier hochgeht, habt ihr auch direkt hinter dieser Wand einen Heilpunkt, wo ihr euch heilen könnt. Loki hat hier anscheinend schon einiges zu sagen, denn überall befinden sich Bilder von Loki. Auch die Räumlichkeiten, wie ihr seht, sind, ja, ich sag mal, grünlich. Hier vorne auch. Also Loki hat X-Guard anscheinend schon unter seiner Kontrolle. Wenn wir hier hinten die Treppen hochgehen, haben wir hier vorne die Möglichkeit, uns nochmal zu heilen. Und ja, hier sind überall Türen, die könnt ihr kaputt machen und somit Abkürzungen nehmen. Schaut euch mal an, wie geil es hier aussieht. Wenn ihr hier einmal durchgeht, kommt ihr sozusagen zu den Gegnern. Ja, also zur Basis, zum Start der Gegner. Und hier kommt ihr eigentlich direkt in den Kampf. Ich bin jetzt noch mal ein Stück zurückgelaufen, damit wir hier nicht die Orientierung verlieren, denn diese Map ist ein Mini-Labyrinth. Ja, hier können Türen kaputt gehen. Ja, hier könnt ihr euch heilen und hier vorne gibt es auch eine Möglichkeit, euch zu heilen. Übrigens, wenn ihr hochspringen könnt oder fliegen könnt, ist das hier eine sehr coole Möglichkeit, eure Gegner von hinten anzugreifen. Von den drei Maps, die wir spielen müssen, ist das hier in meinen Augen die chaotischste. Denn hier, wie ihr seht, kann man alles kaputt machen. Ja, meistens findet der Kampf auch hier unten statt. Und wen haben wir denn da? Wer kennt ihn nicht? Eine Sache muss ich euch noch zeigen. Und zwar muss ich dafür zur Basis der Gegner laufen. Denn dort ist der Destroyer, eins der größten Schätze Asgards. Als zweites müssen wir den Bifrostgarten erobern. Und hier sehen wir direkt mal, dass Loki hier schon viel zu sagen hat. Schaut mal, überall sind wieder Lokis Flaggen, selbst die Bettdecken und alles ist grün. Man könnte meinen, dass das hier Lokis Schlafzimmer ist. Ist es aber nicht. Also die Leute haben auf jeden Fall Angst. Und hier ist alles dementsprechend geschmückt. Wir laufen hier mal raus und ich muss sagen, das hier ist wirklich eine sehr, sehr schöne Map. Vor allem gibt es hier sehr viele Möglichkeiten, sich zu heilen. Ich laufe jetzt einmal im Schnelldurchlauf hier durch. Und zeige euch das hier einmal.
Ja, also direkt hier. Denkt immer dran, ihr könnt diese Türen kaputt machen, um, ich sag mal so, Abkürzungen zu nehmen. Eine weitere Heilmöglichkeit ist dort oben. Da laufe ich mal schnell hin. Und zwar hier hinter. Ja, also hier habt ihr wirklich sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, euch zu heilen. Vor allem auch in der Mitte, das zeige ich euch gleich einmal. Ja, also ihr seht selbst, selbst wenn es Probleme gibt, könnt ihr hier zurücklaufen und euch heilen. Warum die Map auch so heißt, das sehen wir hier. Und ich muss sagen, Jesus Christ, sieht das krass aus. Selbst die Regenbogenbrücke, mega geil. Ich habe noch eine schönere Stelle gefunden, wo wir uns das hier anschauen können. Ich werde am liebsten dorthin laufen. Ja, und der eigentliche Kampf, der findet direkt hier bei Loki statt. Direkt unter seiner Statue. Direkt unter seiner Statue ist auch ein Schriftstück. Wer das lesen kann, gerne in den Kommentaren schreiben, was hier genau steht. Um euch hier noch ein paar mehr Heilmöglichkeiten zu zeigen. Wenn ihr hier drumherum lauft, ja, dann habt ihr überall Heilmöglichkeiten. Also einmal dort, dann direkt hier vorne. Übrigens, unter der Statue, hier ist eine Tür, die habe ich vorhin kaputt gemacht. Die könnt ihr kaputt machen und dann seid ihr direkt im Geschehen und könnt die Gegner überraschen, indem ihr sie von hinten angreift. Ja, und hier vorne direkt die nächste Heilmöglichkeit. Ja, also diese Map wirklich müsste eigentlich ohne Probleme spielbar sein, da überall die Möglichkeit ist, sich zu heilen. Auf dieser Map stehe ich auch gerne mal hier oben, denn von hier oben kann ich meistens ohne Probleme die Gegner angreifen. Die beachten mich hier meistens nicht. Zu guter Letzt stehen wir vor dem Thronsaal, eines der wichtigsten Punkte für Loki. Wir beginnen hier wieder in einem Schlafzimmer, hier ist wieder alles grün und hier glaube ich wirklich, dass es sich hier um Lokis Zimmer handelt. Warum? Hier steht ein Bild von Loki, als er noch ein Kind war. Wir sehen Thor, Odin, hier waren noch alle sehr glücklich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass fremde Leute einfach so ein Foto bei sich zu Hause haben. Deshalb dachte ich anfangs, dass es sich hier wirklich um Lokis Schlafzimmer handelt. Bewegen wir uns jetzt mal Richtung Thronsaal. Wir haben hier auf der rechten Seite einen Heilpunkt. Weitere Heilpunkte haben wir hier links. Und hier natürlich wieder eine super Aussicht. Ja, eins ist hier versteckt. Und zwar genau hier. Und ihr könnt jetzt hier sozusagen den Highground nutzen, hochgehen. Oder ihr geht hier durch. Hier habt ihr einen Heilpunkt. Und das war's, glaube ich, an Heilpunkte hier auf der linken Seite. Denn hier befinden wir uns dann direkt im Thronsaal. Wir schauen uns jetzt noch einmal die andere Seite an. Und zwar können wir entweder hier durch oder wir können hier einmal durch. Es gibt mehrere Wege, um auf die linke Seite zu kommen, beziehungsweise von uns aus jetzt rechte Seite. Und da haben wir hier nochmal einen Heilpunkt. Hier sehen wir nochmal den Weltenbaum. Ich muss auch generell sagen, das Design von dieser Map wieder richtig geil. Ich spiele nicht auf der höchsten Grafikeinstellung und trotzdem sieht das hier richtig cool aus. Laufen wir mal zum Thronsaal und zwar befinden wir uns hier direkt dort. Hier würde Loki am liebsten sitzen. Doch, das kann er nur, wenn man genau diese Fläche hier erobert. Wenn ihr hier im Thronsaal kämpft, gibt es hier einen einzigen Heilpunkt. Und zwar hier. Und ja, der ist natürlich hart umkämpft. Deshalb empfehle ich immer, geht am besten hier raus oder eben hier raus. Denn hier habt ihr immer direkt eine Möglichkeit, euch zu heilen. Ich habe jetzt mal die Seiten gewechselt und zwar spiele ich gegen Loki. Also meine Aufgabe ist es jetzt, den Thronsaal einzunehmen, damit Loki nicht dort oben auf dem Thron sitzt. Und solange er aber hier das Sagen hat, ist dieses Gemälde hier zu sehen, wo er gegen Surtur kämpft und am Gewinnen ist. Wenn wir jetzt dieses Gebiet einnehmen,
ändert sich das Bild und das ist ebenfalls eine Besonderheit auf dieser Map. Und das war die zweite X-Guard Map. Ich denke mal, Loki ist nun bedient und wir können nun in den Weiten des Multiversums neue Abenteuer erleben. Wenn ihr euch die Story oder die Easter Eggs von anderen Maps anschauen möchtet, schaut gerne in unserer Playlist rein. In Zukunft werden wir auch direkt, sobald neue Maps erscheinen, uns diese auf genau diese Art anschauen. Wenn ihr also in Zukunft nichts zu Marvel Rivals verpassen möchtet, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. Sucht ihr Mitspieler für Marvel Rivals? Dann kommt gerne in unser Discord vorbei. Hin und wieder spielen auch wir einige Runden mit unserer Community. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis dahin, tschaußen!